Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Online-Veranstaltung der Stiftung Verbundenheit. Wie Sie wissen, sind wir als Stiftung und als Kompetenzzentrum für Fragen rund um deutsche Minderheiten und deutschsprachige Gemeinschaften in aller Welt immer auch darum bemüht, einen Eindruck zu vermitteln über aktuelle Prozesse und Entwicklungen in den Ländern, in denen wir aktiv sind. Und heute wird es um Georgien gehen, wo die Stiftung Verbundenheit Mittelorganisation des Bundesinnenministeriums ist für die deutsche Minderheit Georgiens. Ich bin sehr froh, dass wir heute eine Reihe von Expertinnen und Experten haben, teilweise auch Personen, die direkt und Teilnehmer der Diskussion, die direkt in Georgien sitzen. Und bevor ich die Diskussionsteilnehmer vorstelle, möchte ich noch ein wenig das Thema beschreiben, worum es heute geht. In Georgien gehen seit Wochen Hunderttausende von Personen auf die Straßen, um ein Gesetz zu vermeiden, beziehungsweise jetzt ist es verabschiedet worden, ein Gesetz zur Einflussnahme aus dem Ausland, das den Einfluss aus dem Ausland stärker kontrollieren soll. Es wird immer wieder auch verglichen mit dem Agentengesetz, das wir vor einiger Zeit in Russland wirksam sehen. Und in den vergangenen Wochen ist eine große Dynamik auf der Straße zu sehen gewesen. Letzte Woche wurde dieses Gesetz verabschiedet und die Lage spitzt sich zu. Das als das russische Gesetz auch bezeichnete Gesetzespaket, was jetzt letzte Woche verabschiedet wurde, treibt viele Menschen auf die Straße und begleitet durch die Angst, dass dieses Gesetz auch die Meinungsfreiheit und vor allem auch die Aktivitäten pro-westlicher Organisationen einschränken wird. Und über die Lage möchten wir heute mit unseren Gesprächsgästen sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Bischof Rolf Vareis, den Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Georgien und dem südlichen Kaukasus, der sich heute aus Jerewan hier in unseren virtuellen Raum zuschaltet. Herzlich willkommen, Herr Vareis. Wir hatten letzte Woche auch die Möglichkeit und die Gelegenheit, direkt in Tiflis über die Lage in Georgien zu sprechen, und wir sind ganz froh, dass Sie heute mit dabei sind. Ganz herzlich begrüße ich auch Caroline Gill, stellvertretende Leiterin der Abteilung Dialoge und Leiterin des Bereiches Integration und Medien am Institut für Auslandsbeziehungen, besser bekannt als das IFA. Ganz herzlichen Dank, Caroline, dass du mit dabei bist und als große Kennerin auch der Region heute einige Eindrücke schildern wirst. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Bundestagsabgeordneten Knut Abraham. Von Beruf aus Diplomat, unter anderem auch Stationen wie beispielsweise als Gesandter an der deutschen Botschaft in Warschau. Das heißt, Sie kennen die Region und weiter östlich. Wir befinden uns natürlich jetzt weiter östlich. Die Region kennen Sie sehr gut. Und außerdem sind Sie Mitglied im Vorstand der Stiftung Verbundenheit und So ist dementsprechend sehr es. nah auch an den Themen der Stiftung Verbundenheit rund um die Förderung der deutschen Minderheiten dran. Ganz herzlich begrüße ich auch Alexander Schubin, Vizepräsident des Verbandes der deutschen Minderheiten in Georgien namens Einung. Herr Schubin ist in Tbilisi und wir sind ganz froh, dass Sie uns aus erster Hand heute auch eine Analyse der letzten Tage und Wochen liefern können. Und zuletzt begrüße ich auch ganz herzlich Sebastian Machnitzke, den Geschäftsführer der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, zugeschaltet aus Bayreuth. Aber als ich würde gerne mit der ersten Frage an Sie beginnen. Sie sind seit gut 2 Jahren jetzt in Georgien, sind mit sehr vielen Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer Tätigkeit auch im Kontakt. Wie haben Sie die letzten Wochen und die letzten Monate in Bezug auf die Prozesse, die wir heute besprechen, erlebt und mitbekommen? Wie können wir uns die Situation vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung und Ihre Frage. Es ist eine unglaublich angespannte Situation hier zu spüren, aber auch unglaublich beeindruckend, wie ja doch sehr politisch aktiv die Jugend, die man allgemein so als unpolitisch bezeichnet hat, die seit Wochen täglich auf die Straße gehen,
Ja, und demonstrieren eben gegen dieses Gesetz, was ihnen ein Stück weit ihre Zukunft verbaut. Die Jugend ist ja vor allem die Generation, die sich eher Richtung Westen orientiert und deshalb eben gegen dieses Gesetz ist. Und zu sehen, wie die Regierung, wie George and Dream hier agiert, ist natürlich schon etwas, was das Land nachhaltig beeinflussen wird in Zukunft. Also nicht nur dieses Gesetz selbst, sondern auch wie politisch vorgegangen wird, dass ganz jüngere Menschen Vertrauen in die Politik verlieren, und so weiter. Und was eben auch sehr beeindruckend ist, ist, wie inzwischen auch viele Ältere, die bislang eher unpolitisch waren oder eher vielleicht auch pro-russischer, sich auf die Seite der Jugend stellen und sagen, wir müssen auf unsere Jugend hören, das ist unsere Zukunft. Ich glaube, das ist auch die Sozialversorgung der Älteren für später, wenn die Jugend weg ist, dann haben die Eltern niemand mehr, der sie versorgt. Also eine sehr angespannte Situation, die noch weitergehen wird. Ja, letztlich Verabschiedung des Gesetzes am Dienstag und dann eben auch Richtung Wahlen im Oktober. Herr Baez, Sie haben es eben angesprochen und die Frage gebe ich an Herrn Schubin. Sie haben es angesprochen, wir sehen vor allem auf den Straßen viele junge Menschen. Ich selbst konnte sehen, dass wir auch sehr viele junge Frauen auf den Straßen haben. Also es ist eine interessante Mischung, wo wir ganz klar erkennen können, die jungen Menschen in Georgien haben eine große Hoffnung, die sich auch gerade in Richtung Perspektive Europa richtet. Herr Schubin, Sie als junge Person, aber auch als Vizepräsident der Einung und dort haben Sie natürlich dann den direkten Draht nach Deutschland und nach Europa. Wie sehen Sie bei Ihnen, bei Ihren Freunden die jetzigen Prozesse, wie können wir uns das vorstellen und auch erklären, warum es gerade junge Personen sind, die im Moment auf die Straße gehen? Ah, guten Tag, noch einmal. Ich danke Ihnen für die Einladung und es ist schön, Sie alle zu sehen. Ich gebe Ihnen gerne meine persönliche Meinung. Ich kann nicht für unseren Verband sprechen. Ich habe meine tiefe Sorge über dieses Gesetz. In der georgischen Bevölkerung gibt es derzeit eine starke Polarisierung und Unruhe. Kritiker sehen darin Parallelen zum Gesetz gegen ausländische Agenten in Russland, dass er den dortigen Behörden ermöglicht, massiv gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen. Seit Wochen kommt es wegen des Gesetzes in Georgien zu Massenprotest. Ja. Und die politische und gesellschaftliche Lage im Land sind gespaltet. Im Parlament kam es zu Handgemengen. Die Stadtpräsidentin Salome Zurabišvili steht auf der Seite der Demonstranten, Seite junger Leute, aber hat jedoch wenig Macht. Wir sehen, dass die Verabschiedung des Gesetzes hatte international Kritik hervorgerufen. Die EU, USA, riefen die Regierung in Tiflis zum Kurswechsel auf. Auch die Bundesregierung forderte eine Rücknahme des Gesetzes. Georgien ist seit Dezember offiziell EU-Beitrittskandidat, aber wie ich denke, mit dem neuen Gesetz ist eine europäische Zukunft für das Georgien aber kaum vorstellbar. Das Interessante und Traurigste ist, dass viele ältere Menschen dieses Gesetz unterstützen. Sie stimmen mit der Meinung der Regierungspartei überein und sie glauben, dass Europa Georgien in einen Krieg mit Russland hineinziehen will. Aber die jungen Leute sehen, dass sich das Land in der andere Richtung bewegt, ja, und sie wollen an internationalen Projekten teilnehmen, zum Studium nach Europa gehen und natürlich sehen ihre Zukunft als Teil von Europa.
Vielen Dank, Herr Schubin, auch für diesen Hinweis, welche Argumente vielleicht auf der Seite der Befürworter dieses Gesetzes schwelen und auch die jetzige Regierung sowie auch wichtige Personen in der Partei zeichnen immer wieder auch dieses Gefahrenbild, dass gewisse andere Interessen gegebenenfalls auf Seiten der EU, auf Seiten der NATO, auf Seiten der USA im Raum stehen und man gegebenenfalls zum Spielball werden kann. Vor diesem Hintergrund, Herr Abraham, die Frage an Sie. Wir haben gesehen, dass jetzt viel natürlich auch aus der Sicht der Unterstützer aus Deutschland und aus der Europäischen Union zu hören sind. Wir hatten vor einiger Zeit eine Delegation von verschiedenen Bundestagsabgeordneten in Tiflis. Michael Roth hat eine Rede vor den Demonstranten gehalten und Mut gemacht, Hoffnung gemacht, weiter sich zu wehren. Wie können die politischen Stimmen in so einer aufgeheizten Stimmung auch aus Deutschland garantieren bzw. sichergehen, dass man dort vielleicht auch keine falschen Hoffnungen weckt? Wie können wir uns die Antwort im Moment oder die Diskussionen im Deutschen Bundestag zum Thema Georgien und zu den Prozessen vorstellen? Ja, also herzlichen Dank und einen Gruß in die Runde und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte in mehrfacher Hinsicht kurz darauf antworten. Also was Michael Roth gemacht hat und die anderen Kolleginnen und Kollegen, war genau richtig. Nämlich deutlich Solidarität auszudrücken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können. Nämlich den Menschen in Georgien das klare Gefühl zu geben und die Bestätigung, dass sich Europa sorgt, dass Georgien ablesend aus der Sorge, die wir haben, eben für uns ein wichtiger Teil Europas ist und nicht irgendwas am Rande, wo jetzt irgendwie die Russen wieder anfangen, Ärger zu veranstalten, sondern dass die georgischen Anliegen eben auch unsere Anliegen sind. Und dann müssen wir in der Sache klar machen. In der Sache müssen wir klar machen, dass dieses Gesetz weder im Geist noch in den Buchstaben Europa entspricht. Wobei es besonders darum geht, klar zu machen, dass die dahinterstehende Geisteshaltung nicht kompatibel ist mit einer europäischen Zukunft des Landes. Denn das Entscheidende dabei ist gar nicht so der Text des Gesetzes, sondern das, was der de facto Machthaber Iwanischwili dazu gesagt hat. Er hat davon gesprochen, und das durchzieht die letzten Wochen, dass eine imaginäre Global War Party, also eine globale Kriegspartei, die international die Strippen ziehen würde. Und das, ehrlich gesagt, ist Unsinn. Das ist einfach kompletter Quatsch. Und darauf muss man hinweisen. Und ein drittes lassen Sie mich noch schnell sagen. Wir müssen nur jetzt in der Reaktion aufpassen. Und zwar als Europäische Union, und das ist Deutschland natürlich und auch der Deutsche Bundestag ein wichtiger Teil. Wir müssen, wenn es darum geht, zu überlegen, was für Konsequenzen ziehen wir daraus, aufpassen, dass wir nicht das Land und seine Menschen treffen, sondern diejenigen, die für Fehlentwicklungen verantwortlich sind. Es wäre ein grober Fehler, ein ganz grober Fehler, jetzt Georgien den Kandidatenstatus zu entziehen. Weil das ist ja genau das, was diese Leute wollen, nicht zu Europa und dann auch noch die Schuld auf die EU schieben, die da irgendwie überreagiert hätte. Also diejenigen, die Falsches tun, treffen aber nicht das Land und nicht die europäische Zukunft einfach dahergeben. Dazu, und einen allerletzten Satz noch, dazu gibt es nämlich auch zu viele, die in der EU nur darauf warten, die ganze Erweiterungspolitik auf den Nebenstapel zu legen. Vielen Dank für diese klare Antwort und wir werden gleich noch mit Ihnen ein wenig über die Perspektive des EU-Beitritts sprechen. Aber zuvor die Frage an Caroline Gill. Wir hören immer wieder, und wir haben es jetzt auch in der Einleitung gehört, den Vergleich zum Agentengesetz in Russland. Und es liegt natürlich auf der Hand, und das sagen ja auch viele, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, dass sich hier dort oder dass sich hier gewisse Prozesse wiederholen werden.
Wie können wir uns diesen Vergleich mit dem Agentengesetz vorstellen? Wo sehen Sie tatsächlich die Überschneidungen? Wo gibt es vielleicht Unterschiede? Und vielleicht auch ein wenig die Frage, wenn wir sehen, wie sich das Ganze in Russland entwickelt hat, womit können wir nun in Georgien rechnen? Ja, lieber Marco Juskilis, ganz herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung, an dem Panel teilnehmen zu können. Ich war das erste Mal 2013 in Georgien und beobachte die Entwicklungen in dem Land, aber auch in anderen Ländern des östlichen Europas bis nach Zentralasien. Das IFA fördert ja die deutschen Minderheiten im östlichen Europa bis nach Zentralasien, aber ist auch in der Förderung von anderen zivilgesellschaftlichen Projekten, auf die ich vielleicht später noch mal eingehen kann, nicht nur über das Programm, das ich leite. Und das Interessante ist ja wirklich auch, die Entwicklung jetzt nachvollziehen zu können, weil wir eigentlich jetzt das Ende sehen in Russland, also die komplette Zerschlagung der Zivilgesellschaft. Und deswegen ist der Vergleich auch absolut richtig. Deswegen wird er herangezogen. Deswegen heißt das Gesetz das russische Gesetz. Dadurch, dass in Russland bereits 2012 damit begonnen wurde, eben diesen Agentenstatus aufzuerlegen. Natürlich könnte man sagen, eigentlich dient es ja nur der Transparenz. Und vielleicht kann man auch einige Personen davon überzeugen. Wir haben das ja gerade von Alexander Schubin gehört, dass es Unterstützer gibt, die sicherlich auch noch andere Argumente haben, warum sie die Regierung und auch dieses Gesetz unterstützen. Aber es geht eben nicht nur um die Transparenz, sondern es geht darum, dass eine wichtige Rolle, die die Zivilgesellschaft eben einnimmt, und zwar die Kontrolle auch der Gewaltenteilung in einer Demokratie, die Kontrolle auch durch die Medien, denn die Medien sind auch davon betroffen. Es sind nicht nur die NGOs, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, sondern eben auch die Medien in diesem Gesetz betroffen. Und es kann sich eben so entwickeln wie in Russland. Ich hatte schon gesagt, 2012, es endet eben damit nicht in Russland, sondern diese Brandmarkung, denn es ist eine Brandmarkung und es wird ja auch mit Strafen verfolgt, die in Russland ja immer rigider geworden sind, bis zur Ausweitung eben 2020 des Agentengesetzes auf Privatpersonen, also dass das eben auch verfolgt werden kann, bis 21 zur Zerschlagung eigentlich von beispielsweise prominenten Organisationen, Menschenrechtsorganisationen wie Memorial, das kann man ja auch hier nennen, also bis hin, dass eigentlich komplettes zivilgesellschaftliches Engagement nicht mehr in diesem Land möglich ist und damit auch eine Kontrollfunktion. Ich glaube, so eine darum geht es auch, dass die Menschen, die auf die Straße gehen, eben befürchten, dass aus diesem georgischen Traum, dass das zum Albtraum wird. Das ist ja ein Titel, der auch oft genutzt wird, also georgischer Traum zum georgischen Albtraum, und dass es eben nicht in Richtung Europa geht. Und teilweise sind das ja auch paradoxe Entwicklungen. Wir hatten ja auch schon gehört, dass wir von diesem Kandidatenstatus sprechen und gleichzeitig diese Hinwendung zu Russland, die vor allem jungen Menschen nicht unterstützen, damit es nicht so endet, wie wir es eben in Russland sehen. Vielen Dank, Caroline. Und vielleicht können wir das auch noch mal in diesem Kontext sagen. Das Gesetz sieht ja vor, Institutionen und Organisationen, die mehr als 20% Förderung aus dem Ausland bekommen, als ausländische Agenten geführt werden, also den Agentenstatus bekommen und damit einher natürlich viel transparenter bzw. viel mehr unter Kontrolle genommen werden können mit weiteren Ausführungen, die wir jetzt nicht im Detail besprechen können. Aber diese Tatsache, Sebastian Machnitzke, hat natürlich auch einen Riesen, sag ich mal, eine Riesenkonsequenz für die Gruppe von Menschen, mit denen wir ganz stark zusammenarbeiten, nämlich mit den deutschen Minderheiten, die ja ihre Fördermittel zu großen Teilen aus dem Bundesinnenministerium Deutschlands bekommen. Wie geht die Stiftung Verbundenheit als Fördermittel oder als Mittlerorganisation der Fördermittel mit diesem neuen Gesetz um? Und wo können wir uns vielleicht auch als Mittlerorganisation darauf einstellen, was sich dort jetzt ändern wird?
Ja, ich sage jetzt mal, da wir ja nicht nur in Georgien die Förderung unterstützen, die deutschen Minderheiten, sondern wir eigentlich schon Erfahrung haben, was die Unterstützung der deutschen Minderheit in Russland betrifft, haben wir natürlich hier schon gewisse Erfahrungen, die wir auch anwenden können. Wir blicken natürlich mit großer Sorge darauf, weil es bedeuten könnte, dass es für Deutschland, für uns als Mittelorganisation auch nicht möglich sein wird oder passieren könnte, dass die deutsche Minderheit nicht mehr gefördert werden kann. Also wir stehen natürlich jetzt erstmal vor einer gewissen ungewissen Zukunft, aber ich bin da trotzdem optimistisch, weil wir mit unserer Erfahrung da weiterhin helfen können. Wir haben da gewisse Formalien, die eingehalten werden müssen. Wir werden alles tun, dass die Fördergelder weiter kommen an die deutsche Minderheit. Die deutsche Minderheit macht vor Ort eine super Arbeit. Ich habe ja vor 2 Monaten auch erstmals die Einung besuchen können, mir die Projekte anschauen können, die Jugendarbeit, die Spracharbeit. Ich war tief beeindruckt. Und da denkt man im Traum nicht daran, dass das irgendwas mit irgendeiner Agententätigkeit zu tun haben könnte. Und darum werden wir auch alles dafür einsetzen, dass wir da weiterhin fördern können. Wir haben die Erfahrung, wir wissen, auf was wir achten müssen. Natürlich ist das in Georgien eine Gesetzgebung, die wir auch noch abwarten müssen, weil wir wissen ja noch nicht, wie sich das Ganze auswirken wird. In Russland ist das jetzt seit vielen Jahren bereits dieses Gesetz in Kraft, in Georgien erst seit ein paar Tagen. Und es wird zwar noch einmal, die Staatspräsidentin hat ja schon gesagt, dass sie es ablehnt, aber es wird trotzdem noch mal durchs Parlament gehen und dann wird das wahrscheinlich insgesamt verabschiedet werden. Das heißt, wir können jetzt hier einfach erstmal nur abwarten und müssen schauen, was passiert. Es ist an vielen Formalien gebunden, also wir werden richtig viele Formalien abhalten oder einhalten müssen. Man wird Unterlagen einreichen müssen. Wir müssen alles dafür tun und den Staat zu überzeugen, dass die deutsche Minderheit 0, nichts mit irgendwelchen Agententätigkeiten zu tun haben wird. Also da werden wir jetzt abwarten müssen und wie gesagt, mit unserer Erfahrung in Russland haben wir natürlich hier schon ein gewisses Know-how und dann können wir auch weiterhin da die deutsche Minderheit vor Ort unterstützen. Vielen Dank, Sebastian Machnitzke, auch für diesen Hinweis, dass es natürlich immer wieder auch bei der Tätigkeit der deutschen Minderheiten und auch bei der Fördermittelweitergabe um Bürokratie geht und natürlich wir immer versuchen, auch die Bürokratie so zu halten, dass man trotzdem noch die Aktivitäten durchführen kann und deswegen diese Sorge auch sehr begründet ist, dass eventuell noch mehr Bürokratie von georgischer Seite auf die deutsche Minderheit zukommen wird. Und damit gehe ich direkt an die Person, die uns dort in Zukunft auch berichten wird, wie sich aktiv sich dieses Gesetz, wenn es tatsächlich, Sebastian Machnitzke hat es eben gesagt, die Präsidentin wird wahrscheinlich ein Veto einlegen, aber wenn es kommt, wie sich das auf die Arbeit der deutschen Minderheit auswirken wird. Herr Schubin, vielleicht können Sie unseren Zuschauern vorab noch mal ein wenig erläutern, was die deutsche Minderheit denn in Georgien tut und wie sie aktiv ist und wie wahrscheinlich auch es sein wird, dass dieses Gesetz Ihre Arbeit direkt beeinflussen wird. Was können Sie uns da berichten? Danke. Wir machen ethnokulturelle Projekte für Teilnahme aller Generationen. Dazu gehören Kinderkurse über die Kultur und die Tradition der Wolgadeutschen und Kaukasusdeutschen sowie Projekte zur Förderung und Entwicklung junger Menschen. Wir arbeiten aktiv mit unseren Kollegen und Freunden aus Europa und Zentralasien zusammen, wofür wir ihnen immer dankbar sind. Alle diese Projekte sind sehr wichtig für die Erhaltung der ethnokulturellen Identität in Georgien lebenden Deutschen. Es ist schwierig, sich jetzt vorzustellen, wie sich die Ereignisse entwickeln werden, nachdem dieses Gesetz. Das Gesetz wird jeden betreffen, der einige Finanzierung aus dem Ausland erhält. Das gilt natürlich auch für unseren Verein.
Und ich hoffe, dass das Gesetz aufgehoben wird, da ich nicht möchte, dass die deutsche Minderheit den Status eines ausländischen Agent trägt. Vielen Dank, Herr Schugin, und vielleicht auch nochmal an die Zuschauer, die weniger Informationen über die Arbeit auch der deutschen Minderheiten in verschiedenen Ländern des Ostens haben. Es ist ein Förderprojekt, was gestartet wurde in den 90er Jahren des deutschen Staates, um die historische Verantwortung gegenüber den deutschen Minderheiten, die in der Sowjetunion verfolgt wurden, vertrieben wurden, dieser historischen Verantwortung auch gerecht zu werden und im kulturellen Bereich Unterstützungsmaßnahmen zu bieten, dass die eigene Kultur, aber auch die Rolle der deutschen Minderheiten als Brückenbauer zwischen ihren Heimatländern und Deutschland heute vorangetrieben werden kann im Bereich der Sprache, im Bereich der Kultur. Darum geht es in der Arbeit, die Stiftung Verbundenheit als Mittlerorganisation für das BMI, das Bundesministerium des Inneren und Heimat, durchführt. Vielleicht kommen wir ein wenig zu sprechen auf die Frage oder auf das Thema, was wir eben schon angeschnitten haben. Und das wäre die nächste Frage an Herrn Baeis. Ganz klar hat sich Georgien in den letzten Jahren zu einem ein Land entwickelt, wo große Teile der Bevölkerung den Blick Richtung die EU und Europa richten. Wir haben es eben aber auch gehört, es gibt einige Teile der Bevölkerung, die diese Orientierung oder diese Blickrichtung nicht teilen. Sie arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft, mit Menschen zusammen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Wie würden Sie beschreiben, welche Emotionen sich dort auch verbinden oder auftun, wenn Personen an diese Frage denken, möchten wir als Georgierinnen und Georgier uns mehr in Richtung Europa entwickeln oder sind wir ein Land im Kaukasus, was mit Europa wenig zu tun hat und auch mit der Wertvorstellung und den Werten, die in Europa geteilt werden? Wie können wir uns das vorstellen in der Gesellschaft? Also ich denke, zunächst muss man sagen, dass die jungen Menschen, so viele junge Menschen demonstrieren, ist ein Zeichen auch dafür, dass sie im Land bleiben wollen. Sie demonstrieren für ihre Zukunft in ihrem Land. Die wollen nicht in erster Linie weg, sondern in Georgien bleiben, Georgien gestalten. Was Herr Schubin vorhin gesagt hat, dass viele der älteren Generation eine stärkere Beziehung auch Richtung Russland haben, weil sie auch in Zeit der Sowjetunion viele persönliche Beziehungen nach Russland hatten, das stimmt. Aber ich höre auch von Älteren immer mehr, dass sie sagen, wir müssen auf unsere Jugend hören und sich auch da die Meinung ein bisschen ändert. Und auch in den Dörfern, die bisher eher unpolitisch waren, eine Unterstützung für diese Demonstrationen auch da sind. Das Problem, glaube ich, grundsätzlich ist für die ältere Generation, dass sie auch diese Zeit der Anarchie nach der Perestroika, wo wirklich Rechtlosigkeit geherrscht hat, noch sehr, sehr gut kennen. Und deshalb, ich habe schon gehört, wie Leute gesagt haben, lieber ein Teufel als tausend Teufel. Also diese Angst von dem, was kommen könnte, ist einfach sehr groß. Also auch da deshalb ganz unterschiedliche Positionen. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt verabschiedet werden soll, alle trifft. Also nicht nur NGOs, auch religiöse Organisationen und man ist sogar noch einen Schritt weiter. Man hat das, was in Russland 10 Jahre gebraucht hat, schon gleich jetzt in der zweiten Lesung noch dazu gepackt, dass auch Einzelpersonen gezielt untersucht oder ja, als auskunftspflichtig sind und mit großen Strafgebühren dann auch schon alles versehen hat, wenn was kommt. Also da gibt es eine sehr gute Zusammenfassung, ein Factsheet vom Institute of Development of Freedom and Information. Ja, also insofern betrifft das alle, auch die Kirchen, auch Privatpersonen. Und das Problem ist im Moment, dass die ganze Debatte eben sehr emotional geführt wird, auf einer sehr emotionalen Ebene und nicht sehr rational geführt wird. Was wir noch nicht sagen können, ist,
ob wirklich auch alles ausgenutzt wird, was dann möglich sein wird. Also die Türe ist ganz weit offen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird. Ob man dann auch wirklich alles anwendet, ist nochmal eine andere Frage. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist eben auch ganz wichtig, dass wir, dass eigentlich die Zivilgesellschaft sich da nicht auseinander differenzieren lässt. Also das ist ja im Moment so, dass da auch Polarisierung stattfindet, dass man auf kleinere Gruppen sich stärker fokussiert, die man ausgrenzen kann, wo die anderen eher sagen, ja, die betreffen uns auch nicht so, deshalb können wir die schon mal eher sich ausgrenzen lassen. Aber wenn wir nicht von Anfang an schauen, dass wir uns als Zivilgesellschaft in Georgien nicht auseinander differenzieren lassen, dann ja, bleiben wir am Schluss nicht alleine übrig. Das ist so ein Problem, was ich hier im Moment gerade sehe. Ja, was sehr beeindruckend ist, das als letzte Bemerkung noch, ist, dass diese Proteste seitens der Jugendlichen sehr ja, gewaltfrei noch sind. Also, dass man sich ganz bewusst bemüht, Gewalt zu vermeiden, um zu zeigen, wir wollen friedlich demonstrieren. Das ist nicht immer einfach, weil die Sicherheitskräfte sehr brutal auch vorgehen, um auch abzuschrecken. Und ja, auch jetzt schon sehr viele Menschen mit Strafen belegen, die sie schon auch empfindlich treffen. Vielen Dank, Herr Baes. In die gleiche Richtung, aber jetzt an die Politik gerichtet, wird meine nächste Frage an Herrn Abraham gehen. Wenn wir betrachten, dass es Länder gibt wie Georgien, die ganz klar sich in Richtung oder große Teile der Bevölkerung sich in Richtung Europa wenden. Und wenn Sie hier durch das Land fahren, sehen Sie auch immer, und das beeindruckt sehr, die georgische Flagge und die europäische Flagge. Absolut, ja. Selbst ja. an der Grenze. Wie kann man das auch einem, sage ich mal, einer Wählerin und einem Wähler in Deutschland vermitteln, wenn jetzt die Diskussion darüber entbricht, können auch Länder, die ja ziemlich weit weg sind im Kaukasus, perspektivisch auch Teil dieser Wertegemeinschaft werden, perspektivisch Teil der EU auch als Fördermittelgeber werden. Ich meine, jetzt schon fließen sehr viele Fördermittel ja in verschiedene Länder im Kaukasus. Aber vielleicht auch so ein bisschen die ketzerische Frage, wenn Sie da mal einen kritischen Wähler vor sich haben, der sagt, Mensch, also meine Steuergelder, die möchte ich nicht gerne in den Kaukasus schicken. Was können wir diesen Personen sagen und wie positioniert sich die Politik gegenüber diesem Wunsch, eines Großteils der georgischen Bevölkerung perspektivisch Teil der EU zu werden? Ja, vielen Dank. Wir sehen ja leider durch den Krieg gegen die Ukraine, wie wichtig es ist, den Raum der Stabilität und auch des Wohlstands in Europa zu stärken. Und deswegen müssen wir genau da ansetzen, um unserer Bevölkerung zu sagen, das ist nicht irgendwo ein Land am Ende der Welt, sondern es ist die Schwarzmeerregion, auch der Kaukasus, das sind Regionen, die für unsere Sicherheit und für unsere Zukunft, auch unsere Zukunft, nicht nur die georgische Zukunft, von entscheidender Bedeutung sind. Und Georgien ist schon lange Teil der europäischen Wertegemeinschaft. Und damit meine ich nicht die Tatsache, dass Georgien seit vielen Jahrhunderten ein urchristliches Land ist, sondern ich meine, und da komme ich auf Ihr Bild mit der Flagge zurück, Georgien ist Mitglied des Europarats, also einer Institution, der ältesten paneuropäischen Institution, deren zentrale Aufgabe es ist, Werte und Menschenrechte durchzusetzen. Und die 12 gelben Sterne auf blauem Grund sind ursprünglich auch die Flagge des Europarats gewesen. Also kann man da sehr schön die Brücke bauen. Und es ist nicht nur irgendwas, was so nebensächlich ist, sondern die Experten des Europarats haben sich dieses Gesetz vorgenommen und sind ebenfalls zu einem vernichtenden Urteil gekommen. Also Georgien ist Teil der europäischen Wertegemeinschaft, aus der Russland eben rausgeflogen ist. Russland ist ausgeschlossen worden wegen eines uneuropäischen Verhaltens. Und Georgien ist, und das hatten wir ja schon in einigen Beiträgen hier der Kollegen besprochen, Georgien ist EU-Beitrittskandidat. Das bedeutet, dass eigentlich die Frage nicht ist, ob Georgien EU-Mitglied wird, sondern wann Georgien EU-Mitglied wird. Und
Darf ich diese Gelegenheit nutzen, diese Frage, die dahinter steht, vielleicht doch noch zu beleuchten kurz? Als ich 2007 das erste Mal nach Georgien fuhr zu einer Sommeruniversität der Adenauer Stiftung, das war sehr schön, pardon, hatte ich mir die Frage gestellt, als Ergebnis meines Besuchs in Georgien wollte ich für mich ganz persönlich die Frage beantworten, ist das Europa? Und all das, was ich in den 10 Tagen, in denen ich da war, erlebt habe und was ich gelesen habe, aber was ich auch gespürt habe, ist die Antwort ganz eindeutig gewesen, Georgien ist ein zutiefst europäisches Land. Und dann ist die zweite Frage, kann ein solches Land in dieser geografischen Situation, Lage, Teil Europas sein? Und die Antwort ist natürlich ja. Das kennen wir sogar schon seit Jahrtausenden, wenn wir etwa sehen, wie die Geschichte des Schwarzmeerraumes, die Griechen, die an allen Ufern gesiedelt haben etwa. Und ein Meer ist immer etwas Verbindendes, nicht etwas Trennendes. Hohe Berge sind sehr trennend, aber ein Meer verbindet und wir müssen uns, und damit komme ich auf Ihre Ausgangsfrage zurück, wir müssen uns damit beschäftigen und für uns realisieren, dass das Schwarze Meer sehr bald ein zumindest Teil-EU-Meer sein wird, wie die Ostsee oder das Mittelmeer. Denn wir haben nicht nur Bulgarien und Rumänien, sondern wir haben Moldau und Ukraine als Beitrittskandidaten und auf der anderen Seite des Meeres eben Georgien. Das ist zu vereinbaren, aber die Aufgabe wird sein, dies bei uns zu verdeutlichen. Vielen Dank, Herr Abraham. Die Frage an Caroline gilt vielleicht wieder ein wenig in Richtung der Institution, die du vertrittst. Sebastian Bachnitzka hat es eben ausgeführt, wie die Stiftung Verbundenheit jetzt ein wenig in die Zukunft blickt mit diesem neuen Gesetz. Wie sieht es beim IFA-Institut aus? Ihr arbeitet sehr viel auch im Bereich der Medienfreiheit, wir haben es eben gesagt. Und natürlich betrifft dieses Gesetz beziehungsweise auch diese ganze Stimmung, die dahinter steht. Das Gesetz ist ja ein Zeichen oder ein Indikator, sage ich mal, aber dahinter steht ja eine ganze Diskussion und eine ganze Wertefrage auch. Wie betrifft diese Dynamik grundsätzlich die Arbeit des IFA-Institutes, gerade was die Medienfreiheit angeht, die Stärkung der verschiedenen Minderheitengruppen, nicht nur nationale Minderheiten, sondern vor allem auch Minderheiten wie die LGBTQ-Szene und Gruppen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie stellt ihr euch darauf ein? Ja, das IFA ist ja weltweit aktiv mit verschiedenen Programmen und Projekten, insbesondere im Kunst- und Kulturaustausch, aber auch in der Stärkung von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und wir haben dafür verschiedene Programme. Im Bereich der Medienförderung bei den deutschen Minderheiten haben wir explizit keine Medienförderung, was Georgien betrifft, dass wir jetzt Projekte im Bereich der Medien unterstützen. Aber wir haben Stipendienprogramme, die unter anderem auch mit einem Fokus auf Social Media, einen Fokus auf Social Media legen oder auch das Thema Empowerment. Also insofern sind wir natürlich auch davon betroffen. In anderen Programmen sieht das anders aus und tatsächlich kann ich vielleicht Eindrücke schildern, weil ich mich in Vorbereitung auf diese Diskussion auch mit Kolleginnen ausgetauscht habe, die gerade gestern aus Georgien zurückgekommen sind. Das IFA hatte am Wochenende eine Eröffnung einer europäischen Ausstellung, die gerade in Tiflis eröffnet wurde und unterstützt eben auch Projekte aus dem Jugendempowerment und aus dem Bereich der Wahlbeobachtung. Und hier war man auch im Gespräch mit den verschiedenen Vertreterinnen von Organisationen. Das betrifft jetzt aber nicht die deutschen Minderheiten. Und da ist die Einschätzung sehr unterschiedlich, was passieren kann. Das reicht tatsächlich bei den Medien, von dem das zurückzieht. Das heißt in Richtung Selbstzensur, also dass man schon im Voraus einen Gehorsam
darauf so reagiert, dass man eben nicht frei ist und nicht frei berichten kann, sondern das eben davor zensieren muss, einfach aufgrund dieser Einschränkung, bis hin, dass man schließen muss, weil man nicht mehr in der Form wie bisher weiterarbeiten kann, bis hin zu, dass man sich woanders registriert. Das habe ich auch gehört, also beispielsweise in dem Nachbarland in Armenien. Also es gibt jetzt verschiedene Überlegungen, wie Organisationen aus Georgien reagieren. Man ist auch im Austausch mit Vertreterinnen aus anderen Ländern, beispielsweise auch aus Belarus oder auch aus der Ukraine, genau wie man sich generell aufstellen kann. Es ist ja noch nicht so weit, aber man kann auf jeden Fall schon darauf Bezug nehmen, wie andere NGOs aus Belarus beispielsweise reagiert haben. Und wie kann man unterstützen? Also jetzt ist es wichtig, auch bei der Förderung zu bleiben und genau zuzuhören, wie der Bedarf ist von der Institution. Einige brauchen rechtliche Beratung, einige brauchen Unterstützung im Kontext der Sicherheit. Ja? Also auch das Thema ist wichtig, um sich eben vorbereiten zu können. Andere Reaktionen haben wir ja schon auch von Herrn Machnitzke gehört. Man hat Erfahrungen auch aus anderen Ländern, wie man damit umgehen kann. Aber hier wollte ich diesen Eindruck schildern, den ich eben gehört habe, wie die Organisationen darauf reagieren, gerade Medien oder auch NGOs, die über andere Programme gefördert werden. Vielen Dank. Die Frage an Sebastian Machnitzke, um ein wenig unseren Zuschauern die Arbeit mit den deutschen Minderheiten zu verdeutlichen. Wie können wir uns das vorstellen, wie die Stiftung Verbundenheit auch die Informationen im Austausch mit der deutschen Minderheit bekommt, um auf gewisse Situationen wie die jetzige einzugehen? Wie können wir uns das vorstellen? Wie begleitet die Stiftung Verbundenheit die Arbeit der deutschen Minderheit in Georgien? Vielleicht das als kurzen Einschub, um das nochmal klar zu machen für unsere Zuschauer. Ja, wir stehen ja im stetigen Austausch mit der deutschen Minderheit in der Einung. Wir prüfen deren Projektanträge. Wir schauen, was möchte die Minderheit umsetzen in der ethnokulturellen Arbeit, in der Projektarbeit, in der Spracharbeit, in der Kulturarbeit. Und wir gehen einfach damit um, dass wir uns diese Sachen anschauen müssen. Aber die deutsche Minderheit muss natürlich aufpassen, welche Informationen sie an uns weitergeben. Und das kennen wir eben aus der Russischen Föderation, dass eben vor allem die Gesetze dort halt nicht nur streng sind, sondern natürlich auch sehr umfangreich, was den Datenschutz auch betrifft. Da müssen wir uns drauf einstellen. Es findet natürlich auch viel Austausch, nicht nur schriftlich statt, sondern auch natürlich mündlich, kommunikativ. Wir versuchen da die Informationen zu erhalten. Wir versuchen natürlich aber auch die deutsche Minderheit nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Da müssen wir natürlich auch gewaltig aufpassen, dass wir auch nur die Informationen einholen, die wir auch benötigen, die für unsere Arbeit wichtig ist. Und da werden wir natürlich unser Antragsverfahren und auch die Projektarbeit werden wir natürlich entsprechend anpassen müssen. Wir sind natürlich auch in anderen Ländern mit entsprechender Gesetzgebung konfrontiert. Das ist ja, wenn man international tätig ist, muss man sich auf jedes Land einzeln einstellen. Jedes Land hat andere Voraussetzungen. Datenschutz wird in vielen Ländern großgeschrieben. Aber wichtig ist ja, dass die deutsche Minderheit ihre Arbeit fortsetzen kann und dass sie nicht als Agenten gebrandmarkt werden. Das ist ja erstmal das oberste Ziel. Und da müssen wir einfach mit der Projektarbeit überzeugen. Und da werden wir einfach alles dafür tun, um uns darauf einzustellen. Das wird jetzt natürlich alles erstmal am Anfang ein bisschen holprig sein. In Russland ist das natürlich über Jahre lang gewachsen und da sind auch die Gesetze ausgebaut worden, da sind dann entsprechende Zusatzgesetze entstanden. In Georgien weiß man noch gar nicht, wie das Ganze aussehen wird. Das geht bis hin zu Banküberweisungen, wo natürlich auch bei der Bank Belege, Unterlagen vorgelegt werden müssen. Wir als Stiftung müssen natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Hosen runterlassen und zeigen, wer wir sind. Dass wir eine Nichtregierungsorganisation sind, dass wir eine gemeinnützige Stiftung
sind. Das betrifft ja auch die humanitären Einrichtungen. Die Kirche wird betroffen sein, das Rote Kreuz wird betroffen sein. Alle Organisationen müssen da jetzt natürlich aufpassen, haben aber auch in anderen Ländern Erfahrung. Und da werden wir natürlich schon ein Auge drauf haben, da entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Wir haben ja auch nichts zu verbergen. Wir machen ja nichts Schlimmes in dem Sinne. Wir unterstützen einfach die Spracharbeit, die Kulturarbeit der deutschen Minderheit. Die wenden sich an uns und wir unterstützen sie mit Geld, damit sie die Projekte durchführen können. Und da werden wir natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ja mehr im Austausch sein, als es notwendig sein sollte wie bisher. Aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen. Und damit kommen wir zur letzten Fragerunde in diesem Brennpunkt Georgien, nicht von der ARD ausgeführt, sondern von der Stiftung Verbundenheit. Herr Bareis, die Frage an Sie, welche Rolle gegebenenfalls auch andere zivilgesellschaftliche Institutionen in der georgischen Gesellschaft in diesem Kontext spielen? Und ich möchte hier ganz konkret auf die Rolle der orthodoxen Kirche hinweisen oder nachfragen. Wir wissen, dass es, wir hatten eben den Vergleich mit Russland, dass die orthodoxe Kirche in Russland eine wichtige Stütze von Wladimir Putin ist, mit einem Diskurs, der auch, sage ich mal, genau den Werten entgegenwirkt, die ja die Europäische Union als Wertegemeinschaft auch propagiert. Wie können wir uns das in Georgien vorstellen? Welche Rolle spielt die orthodoxe Kirche jetzt gerade auch in diesem Prozess? Gibt es da auch unterschiedliche Stimmen oder hat man da eher den Eindruck, die orthodoxe Kirche unterstützt auch, sage ich mal, diese Verschärfung der Beobachtung und Kontrolle der Zivilgesellschaft? Ja, erlauben Sie mir, bevor ich auf diese Frage eingehe, ganz kurz auf das Vorhergesagte noch verstärkend einzugehen. Diese Frage der Transparenz, die ist mit der bisherigen Gesetzgebung schon durchaus möglich. Also nachkontrollieren, woher welches Geld kommt und wo es eingesetzt wird, ist jetzt schon möglich. Die Gefahr, die wir sehen, ist einfach, unliebsame Stimmen mit diesem Gesetz stumm zu schalten. Ganz viele Organisationen werden sagen, ja, wir machen eigentlich nur Gutes, wir sind hier weniger politisch aktiv, sondern im sozialen, im diakonischen Bereich, wir haben nichts zu verbergen. Aber es geht eben auch um die anderen Stimmen, die eben vielleicht auch mal kritischer sind. Und ich denke, im Grunde genommen, gerade unter Freunden, sollte man sich auch kritisch begleiten können. Die Schwierigkeit, die wir in Georgien eigentlich sehen, ist, dass, Herr Abraham hat es vorher schon angedeutet, die orthodoxe Kirche hier seit 1700 Jahren etabliert ist als Staatskirche, also eine über anderthalb Jahrtausende alte Tradition hat. Und Tradition hier ein ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Säule eigentlich in der Gesellschaft ist. Und auch das dieses ganze moralisch-ethische System, was wir hier haben, das ist eher auch orientalisch, arabisch, patriarchalisch geprägt, auch mit dieser christlichen Tradition, für die die georgisch-orthodoxe Kirche steht. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine andere Tradition, und ich sage bewusst anders und nicht schlechter oder besser, als wir es in Mitteleuropa haben. Und auch da müssen wir vorsichtig damit auch umgehen, um auch nicht zu überfordern auf diesem Weg. Die jüngere Generation, die stärker Richtung Westen orientiert ist, die bricht zum Teil mit dieser Tradition. Und auch das ist ein schwieriger gesellschaftlicher Prozess, den wir gerade in Georgien auch durchmachen. Die georgisch-orthodoxe Kirche ist eine Stütze dieser Tradition, weil sie davon eben lebt und die sie auch ganz stark eben auch propagiert oder ja, lebt. Offiziell versteht sich die georgisch-orthodoxe Kirche als unpolitisch, aber es gibt schon auch einzelne Stimmen von auch durchaus in der Hierarchie höher stehenden, also Bischöfen, Erzbischöfen, die auf Seiten der Protestierenden stehen und sagen, wir müssen auf die Jugend hören. Auch Patriarch Ilja hat schon mal sowas gesagt. Also es ist, sind da schon auch Äußerungen in beide Richtungen seitens der Kirche zu hören. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann, wenn wir an die
große Demonstration letzte Woche denken, einer der größten, die wir hier in Georgien bisher hatten, wo es um die Wahrung der Familienwerte ging und Familientraditionen. Da hat die orthodoxe Kirche eine ganz große Prozession, Demonstration organisiert mit auch fast 200.000-300.000 Menschen, die ja eben für diese Traditionen sind. Traditionelle Familienwerte, in Klammer, natürlich dann auch in Abgrenzung gegen dieser ganzen LGBTQ-Debatte. Und das macht es dann eben auch schwierig immer wieder miteinander, dass das eine mit dem anderen so verknüpft wird. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir sehen, dass auch hier im Land es ganz unterschiedliche Traditionen und auch moralisch-ethische Strömungen gibt, die, ja, die verbunden werden müssen. Also auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, in denen man unterwegs ist. Herr Schuwin, an Sie auch die letzte Frage. Es ist ja immer wieder interessant und wir haben es in anderen Ländern auch gesehen, wo wir gerade diese starken Prozesse haben, wo die Zivilgesellschaft auf die Straße geht. Das ist immer die Frage auch der Kommunikation. Wie kommuniziert man denn? Wie organisiert man sich? Sie haben darüber berichtet, dass eigentlich jetzt jeden Abend in der Hauptstadt es zu Protesten gibt. Wie sehen Sie das als Bürger, sage ich mal, als junger Bürger in Georgien? Wie bekommt man davon mit? Wie bekommt man die Informationen, dass es jetzt einen Protest gibt? Gibt es Organisationen oder Institutionen, die sich, sage ich mal, um diese organisatorischen Fragen kümmern? Wie können wir uns das vorstellen, wie die Proteste organisiert werden? Zuerst, ich möchte an die anhaltende Unterstützung von Stiftung Verbundenheit bedanken. Ja, und die deutsche Minderheit schätzt ihre Bemühungen sehr. Und ich möchte etwas zu den Worten von Frau Caroline Gil hinzufügen. Ich habe an einem Social-Media-Stipendium teilgenommen von IFA. Und es war eine sehr lohnende und gute Erfahrung. Und natürlich jetzt alle Proteste durch soziale Medien durchgeführt. Ja. Und ich kann sagen, dass viele Vertreter unserer Jugendclubs jeden Tag bei diesen Demonstrationen dabei waren. Mit Eltern, mit Freunden. Und sie sind in Deutschland gewesen, auch mit den Projekten, die wir in den letzten Jahren mit unseren Partnerorganisationen durchgeführt haben. Sie haben und sie sehen ihre Zukunft gemeinsam mit Europa. Und ich glaube aufrichtig, dass Georgien Teil einer europäischen Familie werden wird. Und vielen Dank. Und Sie haben eben auch das Stichwort nochmal genannt, soziale Medien, die ja eine große Rolle jetzt spielen in der Organisation. Aber auch hier nochmal der Appell und der wichtige Hinweis auch, dass die deutsche Minderheit sich auch aktiv einbringt und, sage ich mal, für eine pro-europäische Perspektive auch steht. Herr Abraham, die letzte Frage auch an Sie. Uns interessiert natürlich auch brennend, was das deutsche Parlament, was die Bundestagskollegen aus den verschiedenen Fraktionen, und Sie haben ja Einblicke durch die Arbeit in verschiedenen Gremien, wie man sich jetzt auf diese verschiedenen Prozesse oder wie man sich dort positioniert. Gibt es verschiedene Initiativen? Wie können wir uns die parlamentarische Arbeit in Bezug auf die Frage der Positionierung gegenüber Georgien vorstellen? Ja, vielen Dank. Also im Moment machen wir genau das, wozu auch hier unsere übrigens hochinteressante Diskussion dient. Wir versuchen uns ein klares Bild der Lage zu verschaffen, sowohl was die Bevölkerung betrifft, wie aber auch dieses Gesetzesprojekt und die allgemeine Situation betrifft. Wir haben erst ab dem 3. Juni wieder eine Sitzungswoche des Bundestages in Berlin. Und wir arbeiten jetzt in diesem Moment und übrigens auch gerade kurz noch, bevor wir hier mit der Diskussion begonnen haben, war ich mit Kollegen im Kontakt, weil wir jetzt besprechen, wie wir das Thema Georgien und die ganze Lage um das Agentengesetz
in die nächste Sitzungswoche des Parlaments bringen werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir werden uns ganz sicherlich in den relevanten Ausschüssen mit dieser Frage beschäftigen. Aber darüber hinaus steht im Raum, in welcher Art und Weise sich auch das Plenum des Deutschen Bundestages mit der Frage beschäftigen wird. Das ist etwas, was jetzt zwischen den Parteien besprochen wird. Aber Sie haben ja schon zu Recht darauf hingewiesen, dass wir etwa mit Michael Roth von der SPD durchaus auch über die Fraktionsgrenzen hinaus, wenn es um Georgien geht und um diese ganz wichtigen Fragen, sehr eng zusammenarbeiten, sodass ich sicher bin, dass wir uns auch in der einen oder anderen Weise in der ersten Juniwoche als deutsches Parlament mit der Situation in Georgien beschäftigen werden. Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch genau schauen, was unsere Freunde und Partner und dabei besonders unsere engsten Freunde und Partner, nämlich in Frankreich und in Polen, tun. Und da kann ich mit Blick auf Frankreich sagen, dass in der Nationalversammlung, in der Assemblée Nationale, ein Entwurf für einen sehr scharfen Antrag, eine Resolution, in der Erarbeitung sich befindet. Und wir werden auch sehen, inwieweit wir Anregungen aus dem französischen Text übernehmen könnten. Das müssen wir sehen, das kann ich nicht prognostizieren, aber es tut sich viel. Und das Wichtigste ist, dass seit ein paar Stunden, seit einem Tag ungefähr, die Vereinigten Staaten von Amerika reagiert haben, regierungsseitig. Das State Department, also das Außenministerium der USA, hat eine deutliche Erklärung abgegeben und angekündigt, dass gegen diejenigen, die die demokratischen Rechte der Bevölkerung beschränken, Maßnahmen ergriffen werden. Und diese Maßnahmen bestehen darin, dass die dafür Verantwortlichen und ihre Familienangehörigen nicht mehr in die USA einreisen werden dürfen. Also Sie sehen, das ist schon ein relativ deutliches Instrument in dem diplomatisch-politischen Instrumentenkasten. Und wir werden uns eben in Europa, in der Europäischen Union auch überlegen müssen, wie wir adäquat reagieren, ohne dass wir unfreiwillig das Geschäft Moskaus machen. Oh. Vielen Dank, Herr Abraham. Gern geschehen. Nun die letzte Frage an Caroline Gill und Herr Baeis hatte das eben ja schon ein wenig angedeutet. In der jetzigen politischen Diskussion und in den verschiedenen Lagern haben wir es durchaus auch mit traditionell moralischen Argumentationen zu tun. Es wird sehr viel vermischt. Es wird die EU gleichgesetzt mit einer vermeintlichen Werteagenda pro Minderheiten, pro LGBTQ-Rechten, pro gegebenenfalls auch, sage ich mal, einer Aufstechelung gegenüber Russland. In dieser ganzen Gemengelage, wo auch viel mit Moral, sage ich mal, argumentiert wird, wie ist Ihre Einschätzung bezogen auf ein wenig Klarheit dort, wie man vielleicht auch Menschen unterstützen kann in Georgien jetzt, die sich klar gegen dieses Gesetz aussprechen und sich aber immer wieder auch dieser vermeintlichen Argumentation auseinander oder entgegengesetzt setzen, dass diese Tradition und diese vermeintliche Werte der Werteabbau auch eine Dimension in dieser ganzen Diskussion spielen. Was können Sie dazu sagen? Bei allen, die ich getätigt habe in Georgien, habe ich das eigentlich in den Gesprächen nicht so erlebt, dass ich dort konfrontiert wurde, um für die europäischen Werte zu argumentieren, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben das ja auch gesagt, die jungen Menschen, wir haben das mehrfach gehört und das ist bewundernswert, diese Überzeugung, dieses Engagement für Europa, dass man diese europäischen Werte bereits schon verkörpert und dafür einstehen will. Das ist genauso wie auf dem Maidan, wo eben auch mit europäischen Flaggen demonstriert wurde. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, vom Restaurant bis hin zu Partnerorganisationen, setzen sich genau dafür
So gehören natürlich auch die Rechte von Minderheiten und so, wie Sie auch erwähnt haben, auch die LGBTIQ-Rechte. Wobei, das wäre natürlich sicherlich ein eigenes Thema einer Diskussion, wie man hier insbesondere unterstützen kann. Wir haben das ja auch schon von Bischof Bareis gehört, dass traditionelle Kreise eben wie vielleicht auch in anderen Ländern so eine Schreckensvision aufzeichnen, das Richtung, das, da fällt dann das Wort mal Gay Roper, ja, das ist aber nicht nur in Georgien, aber von dem größten Teil der Zivilgesellschaft ist es aus den Gesprächen ein klares Bekenntnis dafür, für die Unterstützung der Minderheitenrechte. Und wenn wir was tun können, ist eben genau diese Themen auch zu stärken, dass Minderheitenrechte geschützt werden, auch seitens mit der Mittlerorganisation und auch im Rahmen der feministischen Außenpolitik der Bundesregierung, wo genau diese Gruppen auch im Fokus stehen. Also da gibt es Unterstützungsmaßnahmen und auch hinsichtlich derjenigen, die sich dafür einsetzen, gilt es, glaube ich, auch unsererseits Unterstützung zu zeigen. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank an alle Diskussionsteilnehmer. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 50 Minuten einen guten Eindruck darüber bekommen, wie sich im Moment die Lage in Georgien auch entwickelt. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauer und wie immer können Sie diesen Beitrag auch auf YouTube nachschauen, versenden, teilen Sie ihn gerne, folgen Sie auch gerne den Social Media Kanälen, nicht nur von uns, sondern auch von den hier anwesenden Institutionen. Wir danken ganz herzlich und wünschen Ihnen einen guten Abend. Und eine Person muss ich aber auch noch erwähnen, bevor ich das vergesse. Ganz herzlichen Dank an Philipp Kolodziej, der wie immer die technische Unterstützung im Off organisiert. Ganz herzlichen Dank, Philipp. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.